Die Mutter Erde, die Mama Pascha gibt dir die Produkte. Und die sind einfach Kinder von dieser Erde, ja? Die sind Kinder, alle, was du bekommst, ja? Und diese Kinder machen dich als Menschen gut. Also alle, was kommt von der Erde, dann macht dich gut, weil die Erde einfach so gut geschützt wurde, so geliebt wurde. Und du hast einfach alles getan, dass diese Erde gut geht. Dass wir haben einfach eine Sonne, die das Licht gibt. Wir haben das Wasser, die einfach möglich ist, dass einfach etwas wächst. Ja? Wir haben die Erde und die Luft. Und alles ist ein gesamtes Paket, ein System. Ja, und wir können auf dieses System, wir müssen auf dieses System, auf jede diese einzelne von diesem System aufpassen und schauen, dass das Ganze funktioniert, damit das System so bleibt. Essen ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einer globalen Sprache geworden. Und vor allem hier in Europa genießen wir oft Lebensmittel aus den verschiedensten Ländern, ohne uns groß mit deren Ursprung oder vielmehr noch mit einer kulturellen Bedeutung beschäftigt zu haben. Man sieht auch in der Geschichte auch die Gründung von Peru. Ja, alleine nur, wenn du liest, einfach es gibt zwei Mythos-Legende von Peru über Manco Capo und Mama Ocllo, zum Beispiel, wenn jemand einen Begriff ist, Manco Capo und Mama Ocllo, die waren die Kinder von der Gott Inti. Der hat geschickt einfach auf die Welt, um diese Welt zu erobern. Gell? Und Mama Ocllo war tatsächlich da, diese Frau war da, das war die Ausgabe von Mama Ocllo, einfach andere Frauen zu zeigen, wie das Ganze gekocht wird, ja? Wie das Ganze einfach, wie macht man Haucher, wie kann man nähen können und so weiter, wie macht man Kleidung. Also sie war irgendwie die Mentorin von all diesen Frauen. Und das war für sie eine große Ausgabe, einfach die Kräfte von Food, von dem Essen, ja? Dass das Essen so wichtig ist, dass gut das Essen zu behandeln. Ja? Und unsere Ernährungsgewohnheiten und auch unsere heutige Landwirtschaft basiert auf historischen Entwicklungen, die eben dem Kolonialismus zugrunde liegen. Und genau, bis heute finden Landraub und Ausbeutung im großen Stil in den Ländern Lateinamerikas, Afrikas und Asiens statt. Ich glaube, bevor wir über Kolonialismus von den Essen einfach sprechen können, können wir ein bisschen einfach uns einfach zurückziehen, wie war Peru vorher, bevor überhaupt die Spanier gekommen sind. Ja? Und wie einfach die Stellungswert von Essen in unserer Inkas-Kultur. Wie haben uns entdeckt, wie haben uns gefunden, welcher Status quo war da. Ja? Und da komme ich wieder zurück auf eine Foto, was ich sogar in AI gemacht habe, über einfach die Kosmovision Andina, also der Anden-Kosmovision. Ja? Wie die Anden geschaut wurden damals. Und die Kosmovision heißt einfach simpel, dass dass alles eine Einheit ist. Ja? Außerdem ist in den letzten Jahren auch ein gewisser Trend um sogenannte Superfoods entstanden, die unser Leben scheinbar noch vitaler und gesünder machen sollen. Man sieht einfach, bestimmte Produkte positionieren sich für einen bestimmten Zweck. Ja? Und das ist einfach sehr interessant zu so nachvollziehen. Ja? Und zu bestimmten Perioden. Und da ist, wie ich gesagt habe, wie wir auch vorher geredet haben, ist, was überhaupt einfach von der Geschichte von Peru wissen, von der Inka-Kultur, dass einfach jedes Produkt hat einen Zweck, eine bestimmte einfach Tradition, eine bestimmte Umgebung, wo das zubereitet wird. Ja? Aber dass diese Produkte oft alles andere als super sind, hat eine Studie von Global 2000 ergeben, die zusammen mit der Arbeiterkammer Niederösterreich und mit der Menschenrechtsorganisation Südwind diverse Superfoods genauer unter die Lupe genommen hat. Ja, wir haben verschiedene Superfoods, also Goji-Beeren, Chia-Samen, Cranberries, Quinoa in ein Labor geschickt und auf Schwermetalle und Pestizidrückstände untersuchen lassen. Und dann haben wir auch einige heimische sogenannte Superfoods untersucht, also die man als Alternative verwenden könnte, zum Beispiel Hirse statt der Quinoa oder Leinsamen statt dem Chia-Samen. Und haben die eben auch untersuchen lassen und die Ergebnisse waren erschreckend. Die Vermarktung von diesen Produkten ist oft zu hinterfragen,
denn oft berufen sich Konzerne auf das Konzept der sogenannten kulturellen Aneignung. Und dabei geht es darum, dass eben Menschen aus dominanten Gesellschaftsgruppen oft sich Dinge wie zum Beispiel eben Nahrung von einer marginalisierten Kultur zu eigen machen, um daraus Profite zu erzielen. Ina, warum wurde einfach von den Tisch verschwunden, sogar in Lima zum Beispiel? Warum? Weil natürlich Quinoa war einfach ein Getreide, die einfach in den traditionellen Prozessen angebunden war. Und wenn du keine mehr Folklore hast, ja, und wenn du deine Kultur nicht mehr präsentieren darfst, ja, und nicht mehr feiern darfst, schon geht auch verloren auch das Essen. Ja, und genau solche Produkte zum Beispiel. Diesem Exotismus können wir als VerbraucherInnen aber entgegenwirken, indem wir bewusst uns mit der Geschichte und mit dem Ursprung von verschiedenen Lebensmitteln beschäftigen und auch indem wir zum Beispiel regionale HändlerInnen unterstützen und versuchen, lange Lieferketten zu vermeiden und auch Produkte aus regionaler und ökologischer Landwirtschaft beziehen. Ja, wir sehen einfach, dass durch den Kolonialismus andere Produkte gekommen sind, aber leider unsere Inkas-Produkte waren einfach nachgeteilt. Ja? Natürlich einfach. Es ist einfach ganz klar, wenn eine andere Kultur kommt, dann möchte diese Kultur irgendwie ihre eigenen Produkte immer wieder haben, mithaben und auch an Tisch haben. Okay? Und das ist passiert. Und wenn man sich dann anschaut, was das bedeutet in den Produktionsländern, also wo diese Superfoods hergestellt werden, zum Beispiel die Goji-Beeren kommen aus China, die Quinoa und die Chia-Samen aus Lateinamerika. Und die Arbeiter und Arbeiterinnen dort, die müssen ja mit diesen Pestiziden hantieren und die sprayen ja die Pflanzen ein. Und oft haben die Arbeitsbedingungen, wo die eben überhaupt nicht geschützt sind. Die haben keine Schutzanzüge, keine Masken. Man kann sofort nachher wieder auf das Feld gehen und ernten, obwohl diese Pestizidnebel noch in der Luft ist. Und also bei diesen Goji-Beeren-Pestiziden, die wir gefunden haben, da waren von diesen 13 waren 6 im Verdacht, fortpflanzungsschädigend zu sein. Und die Menge, mit denen die Arbeiterinnen dort in Kontakt kommen, sind natürlich ganz andere, als dann wir auf den fertigen Lebensmitteln finden. Zum Beispiel auch in den Mythos oder wenn jemand in der Erzählung einfach hört, man spricht über Peruaner, die waren sehr stark. Jawohl, waren sie sehr stark. Weil sie hatten eine Vielfalt zum Essen, aber sie hatten auch so diese Food-Kräfte, ja? Also diese Food, die total gut getan hat, alleine mit China sich zu ernähren, was die ganz gut, also gute Muskeln, ja? Also brauchen sie nicht so viel Fleisch, die waren immer so fit, die waren immer so glücklich, ja? Und auch dankbar.